Schön, dass ihr da seid und wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Ich bin beim letzten Mal mit einem Haufen Seelen gestorben. Ich hoffe, ich kann die wiederkriegen. Dann auf die Plätze, fertig, los. Mit dem Feuerschwert. Ach, kommt. Ja, die Pfeile sind's jetzt natürlich, ne? Shit. Na, und da sind die Seelengeschichte. Gut, dann brauche ich mir darüber schon mal keine Gedanken mehr machen. Fuck. Oh Mann, ey. Ja, weil es zu leicht war. Weil es zu leicht war, da durchzulaufen. Ja, tja, so ist es. Ach, dämlicher Pfeil. Lass mich mal da durch. Nein! Oh, das war blöd. Wo bin ich denn hier eigentlich? Muss ich hier hin? Ich weiß es nicht. Wir rennen da nochmal hin. Aber diesmal. Kill ich jetzt? Mache ich es langsam? Mache ich es schnell? Die Pfeilerei hier, die nervt mich eigentlich ziemlich hart. Ich habe keinen Bock auf diese ganze diesen Pfeilunsinn hier. Deswegen rennen wir hier zumindest mal vor und hoch. So, jetzt gucken wir mal, ob jemand hinterherkommt. Nee. Okay. Was ging hier noch? Nix. Hier werde ich nur von irgendwelchen Leuten getroffen, die Sachen auf mich werfen. Nein, nicht den unten. Den oben bitte. Ach komm, ey. Okay, der steht rechts drin, den muss ich zuerst bekämpfen. Erst rechts rein, dann weiter gucken. In die Rübe. Ah, wie schön der Pfeil dann auch im Kopf drin steckt. Wunderbar. Ah, da sind zwei. Kommt mal raus da bitte.
Jawohl. Reparaturpulver und Titanitscherbe. Nee, weil irgendwo von irgendwo da unten einer mit dem Pfeil schießt. Ah. Aber da geht's dann runterwärts. Also da unten geht's weiter auf jeden Fall. Verdammte Axt. Okay. Komm mal her, du. Nope. Nope. Danke. Hi. Okay, gut. So. Jetzt noch mal den hier oben. Nicht den Pfeil. So. Jawohl. Gut. Oh, Banditenaxt und Banditenrüstung. Okay. Nee. Tür, da. Jawohl. Oh, wie knapp. Das war eine knappe Nummer hier. Knappes Pferd. So. Wait, hier war ich schon. Hier war ich schon. Hier hätte man hier rübergehen können, wäre man auch da hochgekommen. Okay. Ha.
Keine Ahnung, ob ich hier schon war. Ja, hier war ich auch schon. Da ist die Lady. Oh, du Bastard. Hier war ich auch schon. Das war der erste Encounter mit den Kollegen hier. Waren hier nicht drei von euch? Diesmal sind es nur zwei. Ah, da ist der dritte. Gut. Oh, ah, schon wieder das gleiche wie vorhin. Nein, warum haust du denn nochmal da drauf? Okay, warum auch immer der diesmal nicht gestaggert wurde. Ist meine Waffe kaputt? Nee, halb kaputt. Also die muss ich auf jeden Fall gleich mal reparieren. Was ist denn hier? Da war ich schon. Dann war ich doch aber überall. Hä, warum bin ich dann hierher? Ich habe einen Händler gefunden. Ist hier nur der Händler? Sonst nichts? Oh, oh, oh. Nicht gut. Jungs, kommt mal hierher. Ich glaube, hier ist ganz gut, ja. Ach ja, ihr seid ja. Ach komm, ey. Und dann holt er aus und auf einmal portet er sich quasi oder sprintet auf mich zu mit einer. Also. Ach, ganz schwierig, der Gegner, auch mit diesem Movement. Ganz, ganz schwierig.
Ich habe ja nichts gegen einen schnellen Gegner, so, aber das Moveset macht in dem Moment einfach nicht so viel Sinn. Das ist das, was mich stört. Und jetzt kommst du nicht hoch, oder was? Jetzt hat. Nicht ins Wasser fallen hier an der Stelle. Oh oh. Okay, gut. Kann mich der schon mal nicht mehr ärgern. War ich da schon drin? Das ist ein Gegner, den hatte ich noch nicht. Oh oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh. Eisenpfeile. Ihr beide, ihr seid so billos. Okay. Wurfmesser. Ich krieg hier brutal viele Pfeile auch gefühlt. Und das werte ich jetzt mal als Hinweis vom Spiel darauf. Ich habe mir die ganze Zeit schon gefragt, da oben hängt so ein Ding, das da. Hey! Ach komm. Nee, jetzt bin ich tot. Ach Mist, die guten Seelen, da waren auch wieder so 7.000, 8.000, jetzt ist gerade wieder wurscht. Jetzt ist auch wieder egal. Dann gehe ich den alten Weg da hoch, den ich gefunden hatte. Schnitzel, Schnitzel, ja. Genau, also. Da oben hängt so ein Ding. Muss ich jetzt wirklich da mal mit einem Pfeil drauf schießen oder was? Also finde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, dass man mich dann zwingt da, das glaube ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Pfeil, der Feuerschaden anrichtet, vielleicht ein Feuerpfeil. Das Ding anzünden? Nee. Wie kann ich die Pfeile wechseln? Eisener Pfeil. So, wie wechsle ich jetzt die Pfeile? So nicht. So auch nicht. Wie wechsle ich die Pfeile? Leute, das ist... Also ich würde jetzt den anderen einfach rausnehmen und dann aber... Das muss ja auch irgendwie gehen. Okay, mit dem Eisenpfeil kann ich gar nicht mit dem Bogen schießen, oder wie? Ja, mit dem Bogen kann ich nicht... L2. Nee.
Ah, ja. Ach so, das ist quasi der ausgerüstete. Okay, verstehe. Das macht aber auch nichts. Also das hätte mich jetzt auch sehr stark gewundert, weil das Spiel mein eigen ja eigentlich nicht zwingt. Okay, den Bogen kann ich ausgerüstet lassen. Du Saftsack, dafür kriegst du eine drauf. Moment, ich guck noch mal kurz hier. Kommt ihr jetzt bis hierher oder was? Der wollte sich gerade heilen. Ey. Okay. Ach komm. Was ist denn, also. Ich gehe jetzt da noch mal hin und gucke mich da noch mal um. Auch die Position der Abkürzung, die hier freigeschaltet wurde. Und alles. Also das ganze Ding hier. Die ganze Aufmachung hier deutet darauf hin. Dass es hier eigentlich weitergehen müsste. Komm, dreht mal wieder um, ihr drei. Lasst mich in Ruhe. Bitte nicht. Echt jetzt? Keine Ahnung, warum. Ins Wasser gefallen. Kommt denn der dritte eigentlich her? Hier sind zwei und dann kommt noch ein dritter. I see light. I am Carillion and I've no interest in the magic in here. Mit dem Ding hatte ich auch gedacht, weil hier so ein Seil ins Wasser geht, dass ich hier irgendwas mache. Oh, warte mal, ich war noch nicht auf der anderen Seite. Kann ich hier was machen? Nee. Das kann ich nicht bedienen hier. Also. Ach, ja. Genau. Ups. Das gibt's doch gar nicht. Ach ja, komm, ist mir egal. Da hängt der dritte, der da kommt.
Da hängt auch noch einer. Okay. Aua, 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 nee, nein, stopp. Ach. Ich gehe. Gut, dann gehe ich halt jetzt nochmal nach oben. Dann sprinte ich jetzt nochmal an allem vorbei, bis zu der Stelle da, wo ich kurz einen Moment Ruhe habe und schaue mir oben nochmal die Sachen an, aber. Mit einem Boot rausfahren vielleicht? Warum sollte ich dann diesen ganzen Quatsch hier auf dem Weg nach oben machen können? Dann hätten sie mich auch gleich vor den Boss setzen können. Gut, für die Abkürzung, dass man die Abkürzung erst freischalten muss, um dann zu diesem Boss gehen zu können. Hey! Wo kommst du denn her? Also, so, ihr zwei bitte. Dass er mir jedes Mal den da unten wieder anvisiert, ne? Na, nein! Oh. Ah, jetzt kommt der Pfeil von dem. Gut. Hier hängt auch einiges an diesem Stein. Ja, klar. Was zum... Was war das denn jetzt? Okay. Oh Mann. Ich wollte mich mit dem Bogen umgucken, dass ich genauer schauen kann mit dem Zoom. Hat mich der Bastard von unten angeschossen. Ich glaube, hinter mir stand ein Explosionsfass. Und das ist explodiert. Oh, ist das dumm, ey. Oh, Mann. Hier sind auch... Das vielleicht abschießen? Nee. So, ihr beide bitte. So. Jetzt du.
Steht hier ein Explosionsfass? Nö, warum bin ich hier explodiert? Seltsam. Ich muss mal kurz da unten Kills machen. Keine Ahnung, warum ich jetzt so einen komischen Move gemacht habe. Lasst mich mal ganz kurz ein bisschen Abstand nehmen von euch. Yep. Genau. Okay, gut. Sorry. So, jetzt haben wir noch die zwei Doggos und den Bogenboy. Den Flitzebogen haben wir noch. Oh, da ist noch ein Hund. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Ach, fuck. Keine Ausdauer gehabt. Scheiße. Da sind drei Hunde. Okay, drei Hunde. Gut, also. Ich denke, ich werde an dieser Stelle jetzt. Kills machen. Mich doch mal durchkillen durch die ganze Nummer und mal Platz machen, damit ich mich umschauen kann. Ah, das war der von oben. Nee, lauf bitte. Lauf, danke. Okay, er visiert ihn nicht an. Jetzt hat er ihn. Schon wieder die Arschgeigennummer hier mit dem, dass der einfach sich auf mich zulegt. Er bewegt nicht mal die Beine bei dem Move, sondern dadurch, dass er quasi in dieser Animation ist, gibt es den Trigger. Wenn der Gegner, wenn ich zu weit wegstehe, dann zubbelt den einfach auf mich zu. Das ist in dieselbe Angriffsanimation. Dann sollen sie, ach Mann, dann sollen sie doch dafür eine andere Angriffsanimation machen. Mann, 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 Mann. Ja, ja, ist ja gut. Ich hätte bitte einmal gerne, dass der Typ mit dem Pfeil nicht hier auf mich schießt. Ach ja, hey. Jetzt nochmal hier oben. Aber da war ich doch jetzt schon ein paar Mal. Hier ist nichts. Ja, klar. Hey. Ja, klar. Da wurde er nicht gestaggert, warum auch immer. Bisher waren die Gegner dort alle gestaggert. Der wollte diesmal nicht. Also mit so viel Schaden. Der Schaden ist das, was dann den Stagger ausmacht.
Und er war sogar in einer Angriffsanimation, die bisher den Stagger verursacht hat. Wenn es dann dazu kam, diesmal nicht. So, du nervst mich gewaltig mit deinem Scheißbogen. Du nervst mich so hart, dass ich dich jetzt einfach mal kill. Hier weglauf. So, in manchen Fällen muss ich die dreimal hauen, dann haue ich sie halt dreimal. Und wo ist jetzt der Typ hin, der hier stand? Hä? So komisch. Nee. Nee, es kommt immer auf den Gegner an. Aber hier, hast du gesehen, der hat brutal viel Schaden gemacht und hat dann diese Animation gekriegt. So wie der jetzt auch. Der konnte nicht zuhauen. War in dieser Stagger-Animation. Nee, das kann ich nicht kaputt machen. Da vorne war nur der eine Boy drin. Hier geht's auch nicht weiter. Die Boote, nee, kann ich da auch nicht benutzen, um da irgendwie hinzukommen. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier ist aber einer von den Kollegen. Also normalerweise ist schon die Menge der Schaden der Trigger für den Stagger, hätte ich gesagt. Ich spiele jetzt auch erst das zweite Dark Souls Spiel. Ich bin da ja kein Profi drin. Ja, dann musst du vielleicht eher mal ein YouTube gucken oder so. Oh ja, komm mal hoch, du. Also meine Vermutung wäre ja gewesen, dass es irgendwie mit dieser Laterne da was auf sich hat, aber... Da komme ich ja nicht ran, dass ich da irgendwas mitmachen könnte. Dann war noch eine zweite Vermutung. Da sind so... Hier an diesem Stein in der Mitte sind Seile befestigt, dass man damit irgendwas machen kann. Ich rate hier gnadenlos ins Blaue. Also das macht für mich hier... Ich war ja auch schon überall... Okay, also... Meine Frage, die ich diese Folge habe und die ich, nehme ich jetzt einfach einen Tipp. Muss ich noch irgendwas in diesem Level tun? Irgendwo einen, ist es ein Schalter, den ich umlegen muss oder irgendeinen, irgendwie sowas? Ist es ein Schalter, der mir einfach fehlt, den ich nicht sehe, den ich übersehen habe? Man muss noch was tun. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ach du Scheiße. Boah, das ist ein bisschen lucky jetzt hier. Wo ist der Typ mit dem Pfeil, der auf mich schießt, da drüben? An welcher Stelle fehlt noch was? Puh, ich hab's bisher nicht gesehen. Also ich hätte vielleicht hier... Nee, hier ist auch nix. Ihr zwei, kommt ihr raus. Machen wir euch hier an der Stelle. So. Dann den. Nein. Oh, weil...
Das ist jetzt nur passiert, weil mein Spiel meinte, es müsste irgendwo anvisieren. Ey, ach, das. Die Nummer wieder. Wo ich suchen soll. Ja, erzähl mal. Das ist. Ich war ja schon überall hier. Das ist doch blöd. Ah, das ist die Animation, die hier ab und zu mal passiert. Ah. Okay. Rechts von den Spinnenviechern. Okay, da oben. Hm, verstehe. Komme ich hier? Nee, dann muss ich da unten und dann rechts hoch, glaube ich. Jetzt bin ich schon wieder explodiert und verbrannt. Jetzt bin ich schon wieder explodiert und verbrannt aus irgendwelchen ominösen Gründen. Das Fass vor mir mit dem Öl, das war kaputt. Nicht erkennbar, warum ich da explodiert und verbrannt bin. Ich bin immer links in das Haus. Ach ja, komm. Ja, lass mich mal hier vorbeilaufen. Ich muss mal kurz hier vorbei, Leute. Wo war denn das? Hier hinter, ne? Hier und dann links rum. Und dann kommen hier die Spinnenviecher. Nee, nicht nach hinten gucken. Okay. Und ich bin in das Haus rein. Ja, ich bin am Saften da ins Haus rein. Aber hier war ich doch auch schon, oder? Ja, hier war ich schon. Hier war ich auf jeden Fall auch schon lang gelaufen. Ja, hier oben. Oder? Ja, nee, da noch nicht. Ja, vielleicht. Aber jetzt war ich wieder links in ein Haus reingelaufen. Dann laufe ich mal weiter geradeaus dort. Ja, Hundi, lass mich in Ruhe. Pfeile, Boy. Du nervst auch. Ja, ist okay. Nee, hier nicht. Ich will nach oben, also da lang. Noch eins höher. Ja, ihr leckt schon wieder auf mich zu. Ist schon klar. Ihr wollt mich alle hart. Ich weiß, du auch. Bin ich schon wieder in ein Haus rein, aber hier muss ich doch ins Haus rein. Weil hier geht's nicht geradeaus. Okay, dann gehe ich jetzt hier hoch. Da war ich zwar auch schon, aber. Ach Gott, ein winziger Hebel, den ich vorhin übersehen habe, weil ich da vorne runtergegangen bin. Weil ich da links runtergesprungen bin. Ich bin da schon gewesen, ey. Du glaubst es nicht. Ein winziger Hebel, den ich übersehen habe. An der Stelle. Mann, ey. Oh Mann. Das ist mega uncool, weil ich da schon war und das alles schon gemacht habe und. Oh. Voll dumm, ey. Na bitte. Jetzt haben wir auch das Schiff, das einläuft. Na, dann lass mich mal hier drauf. Kommt hier der Boss-Encounter? Nee, noch nicht.
Weil ich einen Zentimeter wieder zu weit weg stand. Ja, nee, ey. Leute, nee. Ist hier der Boss irgendwo? Hier ist eine Laterne. Ja, da. Ach, was seid ihr denn? Ist gerade ungeschickt. Ich komme sofort. Mein Fehler. Wilde Attacke. Ach, dammit. Oh, endlich einen Boss gefunden. Wir machen heute jetzt eine kürzere Folge daraus. Dafür gibt es jetzt einen tollen Cliffhanger und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.